Halt, stopp, da muss ich kurz was sagen. Ja, ich schiele nicht, sondern ich habe leider immer aufs Display geguckt, statt in die Linse. Ja, es war halt morgens um 7. Okay. Hallo liebe Freunde, guten Morgen. Es ist früh morgens, 7 Uhr, es geht nach Klebronn in den Tipstreet Park, Holzachterbahn sage ich da nur. Und ja, ich stehe jetzt hier mit dem Kamerakind Harry, ich muss mal so drehen, dann sehe ich nämlich, was ich filme, da ist es ja auch. Hallo. Und hier mit diesem Rennauto, Moment, nochmal einmal drehen, sorry, hier hinter mir, sieht man es? Da, damit. Damit geht es jetzt eben nach Klebronn, nach Deutschland. Und ja, es soll sehr heiß werden, aber das bin ich mich ja gewohnt, denn aufnehmen im Büro, das dürfte etwa ähnlich heiß sein. So, wie gesagt, ich freue mich auf die Holzachterbahn. Kommt ihr mit? Gut, alle einsteigen. Zweiter Versuch. Einmal habe ich das schon mal aufgenommen, da hatte ich das Mikro mal wieder nicht eingestellt. Das kennen alle, die das letzte Video gesehen haben vom Skyline Park. Da gab es ja auch so eine Situation, da kam ich dann ohne Ton daher. Naja, halb so schlimm. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal, was das Kamerakind so macht. Es fährt Auto, aber auf was es sich freut. Jetzt habe ich es raus. Moment, ich muss schnell drehen. So, Herr Harald. Alles gedreht. Ja, auf was freuen Sie sich? Naja, ich freue mich auch auf die Achterbahn. Ich bin mal gespannt, was es mit dieser Holzachterbahn auf sich hat, weil Holz, irgendwie denke ich da ein bisschen an Zahnstocher oder Streichhölzer. Alles nicht so stabile Dinge. Und das Teil heißt Mammut. Wir wissen alle, die sind ausgestorben. Ein Optimist. Naja, ich lasse mich mal überraschen und mal schauen, wie es mir danach dann so geht, weil ich habe es auch mit der Höhe nicht wirklich so. Ich bin gespannt. Wir gucken mal. So, machen wir einmal zurück. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher wieder, wenn wir da angekommen sind oder falls wir irgendwie noch auf einer Raststätte kurz anhalten, nehmen wir euch natürlich auch mit. Ist ja keine Frage. Gut, bis später. Ist ja auch erst das zweite Mal, dass wir falsch gefahren sind. Was soll's? Die Frau im Gerät sagt, wir sollen geradeaus. Wir. Rechts halten, sagt sie gerne. Ja, bringt viel, wenn man geradeaus muss. Oh, da vorne ist aber nochmal irgendwie. So, ratet mal. Ja, genau. Wir sind angekommen. Guck mal. Wenn wir uns mal kurz drehen, dann sieht man hier den Eingang. Und ja, da geht es jetzt rein. Welche Überraschung. Es hat etwa, wie heiß ist es? 33 bis 35 Grad. Irgendwo da rum. Irgendwas um den Dreh. Genau. Ja. Und jetzt, schön, da hat man wenigstens bei einer Abkühlung, also bei einer Abkühlung, bei, wie soll man denn sagen? Wenn es halt, wenn es Wasser hat, kühlt es ab. Also sprich eben cool mit Wasserbahn und so weiter, das ist natürlich perfekt, wenn es so heiß ist. Ich glaube, da haben wir uns ein gutes Tagline ausgesucht. Und jetzt geht's da vorne rein.
Das wird jetzt der richtige, der erste richtige Test. Genau. Noch ein bisschen in klein, aber wenn wir den schon nur kotzend überleben, müssen wir auf die großen erst gar nicht rauf. Doch. Falls es denn ruckelig wird. Mach nicht so einen auf Tuli heute. Das muss ich gerade lösen. Hui! Und abwärts! Schneller! Ja! Naja. Hui! Ah, ist das ein Tuli? Gib ihm! Boah! Das ist voll okay, ich finde den Lachen. Voll geil. Mehr, schneller, höher, los. Das ist ja voll geil. Ja. Wirbel! Der Zug Wirbel. Die warm genug ist da einfach auch noch. Na, Harald, ein Zwischenfazit. Zwischenfazit, sehr schön. Ich bin froh, dass wir die ersten paar Bahnen und Fahrten überlebt haben und immer noch frohen Mutes und guter Dinge sind und uns langsam zu den ganz großen und wilden vorarbeiten. Genau. Und hurra, wir leben noch. Ja, aber jetzt aber gib ihm halt, lang genug war der schon wieder. Oder wie macht man das? Aber wo ist der Eingang von dem blöden Wasser? Der geht sicher den Tunnel durch. Eben dort, wo wir sind. Ui, ja, Edel, edel, edel. Ich hoffe, ich von ihm nicht den Himmel. Ich hätte schon gerne Fahne und nicht rum. Oh ja, da hat es gegriffen. Und tschüss. Ue. Jaha. Also, shit. Nein, das ist geil. Ja, ja. So, jetzt sind wir fertig. Geradeaus. Kurve. Boah, leck. Echt jetzt? Gut, dass er hebt so. Einmal. Einmal um Dinge. Sind aber nicht schon fertig, oder? Das ist ja schwach. Oh, nein. Da ringelt es noch ab. Pommes. Für einmal nicht rot-weiß, sondern rot-rot. Ja. Ein Schweizer, der isst, das ist immer irgendwie leicht grenzwertig. So sieht's aus, wenn man von Heisi das Essen serviert bekommt. Nö. So, ab geht's auf die Holzachterbahn. Gleich mal drehen, da fahren sie nämlich schon. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht, doch, da fahren sie. Wo fahren sie denn lang? Ja, wo laufen sie denn? Ja, da gehen wir jetzt mal drauf. Mal gucken, ob wir es überleben. Der Harry hat ein bisschen Bammel und der Heisi, der freut sich, aber Bammel hat er auch. Naja, wir haben immerhin gerade eine Portion Pommes gegessen, ja. Beide. Also das macht sich bestimmt sehr gut, wenn wir das hier über die Gegend verstreuen, am höchsten Punkt der Bahn. Sehen wir mal. Übrigens, das Wetter ist cool, weil es regnet nicht, ist aber halt nicht hier mit dieser Hitzeperiode, die wir hatten mit der Sonne und so weiter. So eine Sonne, dafür relativ angenehm. Und jetzt gibt es ein bisschen Fahrtwind wahrscheinlich. Gut, wir nehmen euch natürlich wieder mit. Und zwar, ich sollte nicht immer ins Dingens reingucken. Ich gucke, hier seid ihr. Hallo. wir nehmen euch natürlich wieder mit. Und zwar mit der GoPro. Bis gleich. Yes.
Das ist der Haken zu. Was für ein geiles Gerät, heiliges Bisschen. Ich wollte schon als Kind immer mal mit einer Holzachterbahn fahren und das war jetzt tatsächlich das, was ich eigentlich immer wollte. Tempo, Speed und einfach nur cool, oder? Absolut, also ich muss auch sagen, es ging mir wesentlich besser als erwartet. Er hat gar nicht gekotzt. Geil, nicht gekotzt. Nicht mal wie im Pferd. Er ist auch nicht in Ohnmacht gefallen, nein. Alles wunderbar. Nein. Geiler Speed, geile Kurven, haut rein. Sofort wieder. Okay, jetzt geht's aber zur krassesten Bahn hier. Zur, keine Ahnung, Katapult, 100 km/h. Wir nehmen euch natürlich richtig wieder böse mit. Einmal mehr. Hihi, ob ihr wollt oder nicht. Einfach einsteigen, beziehungsweise sitzen bleiben. So, jetzt wird's dunkel. Ja gut, mit Brille wäre das nicht gut. Und jetzt aber nochmal gib ihm. Schneller. Okay. Ja, so sieht man aus, nachdem man auf dem Karacho war. Heiliges Bisschen, das ist ja schon. Ich musste gerade die Brille ausziehen. Der Mann hat gemeint, nein, nicht mit Brille. Und jetzt weiß ich warum. Das ist völlig krass. Mit Tempo und mit Looping und mit Zeug und Sachen. Und das Kamerakind lebt auch noch. Ja, so halbwegs. Ja, und? Schon? War krass, das war jetzt mal wirklich krass. Es gab gewisse Momente, da habe ich schon abgeschlossen mit meinem Leben. Wenn man dann so am Peak oben ist und sich einmal um die eigene Achse dreht. Aber war geil. So. Doch. Geht mir noch 5 Minuten und dann finde ich es wirklich geiler. Ich glaube, ich gehe noch mal. Irgendwie, also ich würde glatt noch mal gehen. So, ich habe gesagt, wir gehen noch mal. Aufstehen verboten, genau. Ah, da haben sie noch versucht, damit die Füße abstützen. Ja, mache ich gerade. Stütz. Fest verankert. In nomine Patri Sancti, Dingens. Danke, danke. Oh Gott. Harry hat wieder Unfug gekauft. Nee, kleines Souvenir, ein Lamborghini für meine cool. Tochter. Sie liebt dieses Fahrzeug. Ja, sie hat Geschmack, oder? Und in Magnumrot. Ja. Das war ein Ferrari, aber okay, passt doch auf. So, da sitzen wir also mitten im Wind. Ja, wir sind immer noch im Tipsdrill. Wie heißt das?
ich kann mir die Sachen nicht merken. Ist das das Alter oder ist das einfach, besuche ich zu viele Parks? Nein, zu viele Parks kann man nicht besuchen. Also ich bestimmt nicht. Selbst ja, in meinem hohen Methuselix-mäßigen Alter, das ist einfach nur cool. Also diese Bahn, wie gesagt, Mammut sehen wir hier noch hinter uns. Wir mussten hier hinsitzen. Er hat keine Ruhe gegeben. Nein, nicht einfach irgendwo hinsitzen. Wir müssen nochmal vorne Achterbahn, damit man hinten das Gestänge sieht. Jetzt, man sieht das Gestänge, okay. Genau, damit der Content auch ein bisschen klar ist, oder? Auf alle Fälle, also Mammut, ganz geil, aber ich muss sagen, diese Katapult, Karaoke, Karacho. Warum kann ich mir die Sachen nicht mehr merken? das ist wirklich das beste Teil. Wir sind tatsächlich zweimal gefahren. Ich würde noch ein drittes und viertes Mal fahren. Das ist dermaßen cool. Hat auch die Beschleunigung. Da hat man, was stand? 1,6 Sekunden von 0 auf 100. Ist da so für ein Momentchen. Man sieht es vielleicht bei der GoPro, sonst blende ich das jetzt noch mal kurz ein. Das kann ich reinschneiden, wenn ich dran denke. Ich weiß nicht, ob ich dran denke. Wenn es jetzt nicht kommt, habe ich es vergessen. Und das ist schon mehr als nur cool. Ich würde sagen, wenn ich eine Reihenfolge machen müsste, also generell der Park sehr, sehr cool. Zuerst diese Katapultbahn, dann die Mammutbahn. Was hatten wir noch alles? Wir waren doch auf mehr Sachen. Ja, aber der Rest Wasserrutsche. War... Die Wasserrutsche, die war auch cool. Da mit diesem 60 Meter Freifall. Ja. Und da wir waren ordentlich nass, kann man dazu noch sagen. Vor allem, wenn man schon nass sitzt. Man kann auch schon nass werden auf dem Weg dahin. Es gibt da ein, zwei Stellen, dort sollte man sich beeilen mit Durchlaufen. Weil wenn in dem Moment ein Wagen von oben runter prescht, dann wird man ordentlich nass, wie wir festgestellt haben. Er preschte, der Wagen. Kleines Mädchen hat noch geschrien, wir werden alle nass. Sie hat Recht behalten. Ja. Naja, man sollte manchmal auch auf Kinder hören. Viel mehr Recht wird sie wahrscheinlich ihrem restlichen Leben nicht mehr haben. Genau da, wo das Wasser kam, stand ich mit der Kamera, die das Wasser nicht mag. Da hatte ich natürlich nicht die GoPro, sondern die teure. Und die ist nicht unbedingt wasserdicht, aber sie hat es, glaube ich, relativ gut verdaut. Ja, und was die Reihenfolge angeht, da würde ich dir absolut recht geben. Also ich war ja so ein bisschen ein Angsthase, da ich seit 30 Jahren nicht mehr auf irgendwelchen Achterbahnen war. Und von daher war es für mich ein bisschen ein mulmiges Gefühl, hier mal aufzutauchen und die Sachen auszuprobieren. Würde aber definitiv jetzt auch sagen, die Karacho-Bahn, top. Dieses eine Teil. Top, wirklich mit einer ebenen Beschleunigung, wo einem kurz mal der Atem wegbleibt und dann die Loopings und das Kopfüberfahren, also das geht schon richtig wirklich ab. Ist kurz schlussendlich, ist klar, weil es geht auch schnell, aber wirklich extrem den Spaß wert sozusagen. Dann, wie du gesagt hast, die Mammut, die ist ein bisschen gemütlicher, aber auch eine schöne große Achterbahn, sage ich jetzt mal, Holz. Aus unserer Sicht. Die Holzachterbahn. Holz ist genial. Ganz wichtig, Holz. Ja. Ich vertraue dem Holz mittlerweile jetzt auch ein bisschen mehr. Das freut uns. Und dann würde ich auch sagen, so die Wasserdingens, die sie hier haben, oder die kleineren Achterbahnen, die auch bei der großen Wasserbahn sind, die ums Schloss herum, mit denen man fährt, die ist auch ganz nett, muss man sagen. Mir fällt ja noch auf, was halt hier extrem auffällt, ist die Dichte an Restaurants und irgendwelchen Shopping-Sachen. Ich meine, ist klar, die müssen ja Geld verdienen, die machen bestimmt einen großen Umsatz, halt eben auch mit diesen Geschäften, aber die Dichte ist schon krass. Also wenn man reinkommt, das Erste, was man sieht, das sind tatsächlich einfach hier ein Restaurant, da ein Eis, hier nochmal ein Restaurant und da nochmal ein Eis. Aber also das ist nicht mal eine Kritik, das ist einfach eine Feststellung, weil in anderen Parks, zum Beispiel im Skyline Park, war das definitiv anders. Wenn ich jetzt die beiden Parks zum Beispiel noch vergleiche, die haben beide was. Also das ist schwierig zu sagen, welcher Park besser ist. Ich würde sagen, hier mit dieser Karaoke, mit dieser Karacho-Bahn, da haben sie wahrscheinlich die krasseste Bahn von beiden Parks. Ich war jetzt in diesen beiden, deswegen vergleiche ich die. Aber sonst ist das Skyline Park irgendwie noch eine Ecke einladender, auch wenn das hier auch sehr schön ist. Es ist ein bisschen undankbar, die beiden Parks zu vergleichen. Ich mache das jetzt mal selber, weil er war nicht im Skyline Park, das war ja mit der Familie. Die wollte ja nicht ins Bild, das ist der Vorteil von ihm. Er scheut vor nichts zurück, er zeigt auch sein Gesicht. Er sollte nicht ins Bild, aber er will. Genau. Eben dazu kann ich jetzt nur sagen, ich kenne den Skyline Park nicht.
Ja, die Dichte ist wirklich beachtlich, der Restaurants. Allerdings finde ich es auch gut, weil es ist ein Familienpark. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man mit den Kindern mal kurz Halt machen kann. Es gibt Schatten hier. Wir hatten heute das Glück, dass es nicht zu sonnig war, sage ich mal. Schatten hat es gehabt. nicht zu heiß. Insofern finde ich, haben sie das hier wirklich auch sehr gut organisiert. Ist auch wirklich sehr hübsch gemacht. Teilweise lieblich. Man wähnt sich in einem altertümlichen Dorf, das mit, würde ich sagen, sehr viel Liebe gemacht wurde und aufgebaut wurde. Sohn eines Schmieds. Ja, nee, schön. Man kommt im Prinzip in zwei Spiele rein hier. Das eine ist tatsächlich Kingdom Come Deliverance, weil das Ganze eben, wie er sagt, da vorne ein bisschen mittelalterlich ist. Es hat auch immer bei den einzelnen Attraktionen so Zwischenstufen, wenn man so fährt, dass man plötzlich wieder einen Schmied sieht, so aus dem Mittelalter oder irgendwie sonst etwas aus dem Mittelalter. Finde ich schon mal sehr cool. Und das andere, ja, dreimal dürft ihr raten. Planet Coaster, ganz klar. Selber mal auf den Bahn fahren. Das macht aber im Spiel schon Spaß mit diesen Holzachterbahnen und so weiter. Und da muss ich noch sagen, danke an den Tipp. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer den Tipp geschrieben hat, aber jemand hat ihm geschrieben, wir sollen mal in den Trips hierher kommen, weil hier hätte es eine Holzachterbahn und für diesen Tipp bin ich wirklich dankbar, weil das war klasse. Das war von mir, habe ich glaube ich eh schon mal gesagt, ein Kindheitswunsch mal auf diesem Teil mitzufahren, also nicht jetzt exakt auf dem, aber halt generell auf einer Holzachterbahn. Und ich habe es glaube ich bei Planet Coaster eben auch ein paar Mal gesagt, als wir da auf der Holzachterbahn waren, dass das tatsächlich mal noch fällig wäre, dass ich das mal noch tue. So, und jetzt geht es langsam dann zurück. Es neigt sich dem Ende zu, das Ganze, weil um 18 Uhr ist hier Feierabend. Und ja, ich würde sagen, wir sagen dann im Auto drin noch Tschüss. Oder genau. Hast du noch was zu ergänzen? Was gäbe es noch hinzuzufügen? Naja, was noch schön war oder ist, bei den Warteschlangen hat es auch immer wieder diese kleinen Attraktionen, wo sie irgendwas zeigen, wo sie, sage ich jetzt mal, auch für die Jüngeren, also Familienpark halt wiederum, dann irgendwie die Leute ablenken, indem da irgendwo eben ein Schmied steht oder irgendwelche Waschmaschinen und das Ganze, wie es vor 50 Jahren war. Offensichtlich gab es Miele schon ganz, ganz früh. Ja. Ups, ist das jetzt Schleichwerbung? Piep! Piep, wie auch immer. Das fand ich auch ganz nett und wir hatten natürlich extrem Glück, muss man noch anführen, dass wir, glaube ich, die längste Wartezeit, die wir bei einer Bahn hatten, war vielleicht 20 Minuten? Ja, fast eine halbe Stunde, aber wir hatten dann auch eine andere, wo wir direkt reinkommen. Ja, und also, bei den meisten sind wir nach 10, 15 Minuten rangekommen. Kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, wann man hier hinkommt wahrscheinlich. Also wenn das dann am Wochenende ist, muss man wahrscheinlich schon damit rechnen, dass man ein bisschen länger wartet. Aber es lohnt sich. Also die Attraktionen sind tatsächlich so, dass ich sagen muss, da kann man auch mal warten. Das ist nicht so, dass man da eine halbe Stunde wartet, dann sitzt man rein, nach einer Minute ist es vorbei. Das gab es in Amerika mal. Wir hatten einen Kollegen, mit dem wir in Amerika waren. Hm. Da haben wir 2 Stunden in der Schlange gestanden und als Endergebnis war dann einfach ihm speiübel, weil das Ding hat nicht viel anderes gemacht, als irgendwie zu drehen und zu schaukeln. Das mochte er nicht so. Und dann war er den Rest des Tages stinkig. Also das hat man hier nicht. Wenn man hier irgendwo ansteht, es lohnt sich definitiv auch. Okay. Tripsdrill heißt der Park. Hier in Klebronn. Guck mal, kriegt es ihn doch noch zusammen. Ja, er kriegt es hin. Ja. Was habe ich vorher nicht gewusst? Irgendwas habe ich noch nicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich vergessen hatte vorher. Okay, ich glaube, es ist Zeit. Mir fällt gerade auf, ich habe jetzt wieder eine halbe Stunde aufs Display geguckt, statt hier rein. Oh, hier wären sie nämlich die Leute. Hier drin. Auch. Nicht hab hier. Ich auch. Sieht man das? Ich fürchte ja, wir werden es nachher wissen. Okay, ich würde mal sagen. Kannst du bestimmt korrigieren in der Bearbeitung. Ja, ich korrigiere so in der Bearbeitung. Okay, jetzt gucke ich schon wieder da rein. Okay, ciao, bis später. Ciao, ciao. Wir sind kurz vor zu Hause und wir haben ja versprochen, wir sagen noch mal was kurz, bevor wir dann sozusagen fertig sind. Und das haben wir jetzt auch, nämlich mit, nein, eigentlich haben wir ja versprochen, wir sagen noch Tschüss und das machen wir jetzt. Tschüss, danke fürs Zusehen, liebe Leute.
Tschüss zusammen. Er hat es tatsächlich gemerkt. Gut, ja, bis ein andermal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. So, wir sind kurz vor zu Hause und wir haben ja versprochen. Ja, egal. Wir haben ja versprochen. Ja, vorher ging was schief bei der Aufnahme. So, wir sind kurz vor zu Hause. So ist gut. Ja, was ist?